So, jetzt ist das Mandat wieder erledigt. Hatte doch damit nur zu tun. Auch wenn da 1 von 1 stand, hieß wahrscheinlich noch 1 von 1 herstellen. Wird wahrscheinlich das die Logik dahinter gewesen sein. Aber gucken, ob irgendwas hier rumläuft, das nichts zu suchen hat. Nein. Die hatten wirklich nicht viel mit an Tieren, ne? Jagdbullen und so weiter, aber das war's dann. Keine Hühner oder sowas. Ich möchte Hühner haben. Ich möchte Nestboxen anlegen. Die sollen mal wieder Eier kriegen. Vor allem mal wieder. Die hatten bisher noch keine. Aber ich wäre da voll für, dass wir die Zwerge mal vernünftig jetzt verpflegt kriegen. Ne? Gut genährte und getränkte Zwerge sind glücklich. Und nicht welche, die im Miasma rumlaufen. So, in der Fischerei liegen unglaublich viele Sachen drin rum. Pond Turtle Shells, ganz schön viele. Die kann man doch bestimmt verarbeiten, oder? So, Quarz aus Knochen. Oh, das könnten wir auch mal machen. Wir machen jetzt mal hier, wir ändern mal den Task. Aus Make Chest Quarz. Task is underway. Details cannot be changed now. Okay. Dann, wenn ich ihn einfach aufhebe, so. A. Bone Crafts. Auf Repeat. Und da kann ich jetzt hier Shells eingeben. Nö. Aber egal. Wir haben ganz, ganz viele. Wir haben sogar 208. Wir haben ganz viele Knochen. Dann sollen doch auf all diesen Knochen jetzt auch mal Quarz herstellen. Dann kriegen wir einen schönen Bone Quarz. Irgendeiner kriegt dann noch einen epischen Skill oder sowas. So, tiefer, 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 tiefer. Noch tiefer. Ah, die. So, weiter runter. Und dann wieder. Runter, runter, runter. Sonst buddeln. Ist nicht schlimm. Holz ist immer noch nicht da. Habt ihr mir schon gefällt? Nee, ne? Doch, seid ihr gerade bei. Okay, irgendein Zwerg fällt hier gerade Bäume. Und du siehst aus, als würdest du fischen gehen, obwohl du es nicht darfst. Oder du holst Wasser. Vom Arsch der Welt, wie es sich gehört. Ja, weit genug. Bone Carver. Hast du denn jetzt da. Was hast du denn jetzt da? Sehe ich damit jetzt auch nicht, was du trägst, ne? So, wenn ich dich jetzt nehme. View. Perfluences. Nee, das hilft mir nicht. Ich will wissen, was du hast. Was hast du in deiner Hand? Ich werde es nicht rausfinden. Soll er machen. Ich setze gleich doch ein Hotkey da unten. Das geht so weit runter. Klick, 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 klick. So, er fängt auch nicht an zu buddeln, ne? Ja, weil ihr jetzt wieder mit allem Scheiß beschäftigt seid. Aber immerhin haben sie den Rotz hier aus dem Hof schon mal weggeräumt. Ein Großteil. Nicht alles, aber ein Großteil davon ist weg. Es steht immer noch ein Handwagen auf der Mauer. Der wird auch nie wegkommen. Das weiß ich.
können ja überlegen, ob wir die Sachen auch einsammeln. Die sind ja auch zu groß. Ich darf die das nicht alles sammeln lassen. Das wird zu viel. Die setzen ja noch nicht mal hier die Fallen. Weil schon wieder suspended ist. Weil da wieder irgendein Stein drauf liegt? Nö. Aber bestimmt, weil sie einen neuen Auftrag gekriegt hatten, bevor sie es setzen konnten. Also war bestimmt vorher ein Alarm, so muss ich sagen. So, die Menschen sehen, okay, die sind hier alle freudig am Arbeiten, alle laufen hier mit Holz durch die Gegend, rein, raus, rein, raus. Jetzt sollten die mitgekriegt haben, dass sie uns kein Holz mehr verkaufen müssen, wir haben selber genug. Und gut. Das mit den Stockpiles läuft nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Noch ein Klamotten. Ja gut, ist die ganze Zeit die, immer wenn ich jetzt anfange, neue Särge zu setzen, werden natürlich auch immer wieder neue Särge gebaut. Das hat auch keinen Sinn. Wir können doch mal wieder melken. Mhm. So, Essen, Trinken, das also eigentlich, ich möchte es nochmal erwähnen, uns geht es gut. So, muss ich jetzt nochmal jemanden eigentlich umbringen, ist hier jetzt noch irgendwas offen? So, wenn ich jetzt hier sage, so, ne, und dann der Goblin Dancer Kai wird jetzt sozusagen ausgefragt. Interview scheduled. Genau, frag den mal aus. Haben wir jetzt eigentlich jemanden auch im Knast sitzen? Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir, also ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jemanden jetzt verurteilt haben. Aber es war wohl doch nicht der Fall. Apropos, es fällt mir gerade noch ein, wir müssen noch die neuen Schlafplätze, also diese ganze Reihe, glaube ich. Hier gibt es noch keine Schlafplätze. Unsere paar. Ich glaube, es gibt jetzt hier, wenn wir die jetzt zugewiesen haben, sollte auch kein Zwerg von uns mehr irgendwo herumsitzen und sagen, okay, nichts tun. Also keinen Schlafplatz mehr haben. So. Sollte dann eigentlich für alle Zwerge passen, ne? Wir haben ja nur 100. 102. Okay. Aber das passt dann. Die 102 Zwerge sollten dann alle eigentlich ein Bett haben. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie mit dem Smoosen hier aufgehört haben. Und jetzt haben die ja kurz gequatscht. Er hat wahrscheinlich gerade Besuch. Da oben ist ja gleich unser Bürgermeister da oben. Naben, der Linuxbur. Schön, dass du da bist. Ja, das, entweder wollte der Typ mit dem Bürgermeister sprechen oder der hat ihn gerade rausgeworfen. Was machst du denn hier? Hast du meinen Sachen zu suchen? Und hier. Ist das ein Buddel? Nee. Ich setze hier unten jetzt den Hotkey. Ich habe keinen Bock, immer hier runter zu gehen. So. Kann mich ja nachher umsetzen. F6, jetzt einmal bitte hier hinzoomen. So. Das ist einfach auch Cave 2. Oder Cave 3 eigentlich. Bis wir sie gefunden haben. Setzt diesen Hotkey immer tiefer. Dieses ständige nach unten gehen, das ist ja anstrengend. Und keine Ahnung, dass das so tief ist. Und ich bleibe dabei, weiterhin dabei, das zweischichtige Wasser ist nicht möglich. Ich will mich gerade überlegen, ob ich doch hier dann mein Wasserrad baue, um halt hier die Mühle zu betreiben. Ich will die Mühle halt haben. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich werde jetzt erstmal, wir gehen mal eine Treppe runter. Nur falls es nachher doch das Wasser steigen kann.
auf die zweite Ebene und es einfach nur unglaublich lange dauert. Nur deswegen mache ich das jetzt gerade anders. Nicht hier. Hier nicht. Da oben. Oben bitte. Bis da hatte ich es gemacht. So. Nur für den Fall. So, das Wasser läuft hier unten durch den. Das Wasser läuft hier unten durch den Gang, hat eine Höhe von 4 bzw. 5. Das heißt, da kommt eigentlich nichts Böses rum. Außer dieser komische Lieutenant. Und jetzt überlege ich gerade. Wir kriegen das dann nicht abgesichert, ne? Wenn ich das Ding hier lang schicken möchte. Ja, Cave 1 haben wir gefunden. Also hier ist Cave 1. Ich warte noch auf Fallen. Aber hier gibt es auch keine Cave Spider und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wir gehen einfach direkt tiefer. Also Cave 2 gibt es auch. Cave 2 steht aber unter Wasser. Warte. Irgendwann finden wir Cave 2. Da ist Cave 2. Cave 2 steht unter Wasser. Komplett. Da gibt es nichts mit Land. Da kann keiner rumlaufen. Da müssen sie Taucherklamotten mitnehmen. Bei Cave 1 wollte ich eigentlich warten, bis diese Fallen hier gesetzt sind. Aber unser Mechanik lässt sich halt unglaublich Zeit. Aber wir haben ja auch keinen zeitlichen Druck. Deswegen dachte ich mir, ist nicht schlimm. Wir gehen so lange schon mal ganz nach unten. Ich möchte Lava haben. Jetzt habe ich den Minern den Auftrag machen, aber weiter tiefer buddeln wollen sie nicht, ne? Also mein Plan ist jetzt aktuell. Hier unten kommt nachher das neue Wasserrad hin, solange wir keine zweite Ebene Wasser haben. Sonst müssen wir hier theoretisch fluten. Ist aber nicht schlimm, wenn hier nachher geflutet ist. Und versetzen wir das Sache hier oben. Damit wir aber hier hinten nichts fluten, werde ich nicht von hier mit den mit der Power runtergehen, sondern ich werde die Power erst nach oben leiten. Und dann hier hinten runter. Damit, wenn hier unten doch geflutet werden muss, wir nicht unsere Festung fluten. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Deswegen werden wir nachher über diese ganzen Zahnräder, wie auch immer, die Power hier hochführen und dann da hinten wieder runter. Und dann kommt hier unsere Mühle rein. Unser Mühlstein, wie auch immer. Den sollte man vielleicht mal in Auftrag geben. Das war auch, glaube ich, auch hier, ne? Millstone? Muss ich den extra bauen? Der Constructor Millstone. Mach mal 3. Ich weiß nicht, ob wir jemals 3 brauchen, aber wir konstruieren jetzt einfach mal 3 Steine. So. Habt ihr hier unten... Nein, hier unten, das wollen die nicht, ne? Die wollen nicht weiter unten runter. Die haben sich gedacht, nee, da kommt's gleich. Dahin wollen wir nicht. So, wenn ich jetzt DH mache. Ist das hier schon mal falsch? Und ich muss hier noch die Dünger. Wir müssen mit auf die andere Seite kommen. So. Weil man kann nämlich 2 Wasserräder auch aneinander prügeln. Ob 3 gehen, weiß ich nicht. Ich mache erstmal 2. Und dann gucken wir mal. Ja, genau. Holt ihr mal die Chertsteine ab. Die brauchen wir eh. Ist besser, als wenn ihr die ganz unten aus der Mine irgendwo rausholt. Die läuft ja eh nicht ganz so gut gerade. Und hier ist immer noch vorbei. So, seid ihr? Ach, ja gut. Die Mine haben halt überall zu tun. Wir brauchen Steine, wir brauchen eigentlich vernünftiges Erz, aber das finden sie nirgends.
Und deswegen kommen sie da auch nicht hin. Ich weiß nicht, warum sie mit dem einen Gang hier oben dann extra zwischendurch angefangen haben. Da haben sie sich gedacht, das sieht wichtig aus, damit fangen wir an. Die haben halt eine eigene Prioritätenliste gehabt. Das ist genauso wie halt unser Mechanik überhaupt nicht arbeiten möchte. Weil ich glaube immer noch, dass es einer unser einziger ist. Oh, die erste Falle. Die erste Falle ist da. Ist sie schon bestückt? Kann ich das einsehen? Was heißt jetzt das B dahinter? Funktioniert oder funktioniert nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es werden zumindest alle 10 Waffen, die da drin sein sollten, aufgeführt. Epische Rockbone-Zepter. Jetzt werden richtig schöne Sachen verkauft nachher. Also wenn irgendwann mal wieder unsere Heimat vorbeischaut, dann verkaufen wir denen schöne Sachen. Das ist so, genau, Karawane. Auf Wiedersehen, schön, dass ihr da wart. Das nächste Mal ein paar schönere Sachen mitbringen. Und ich muss auch meine Bibliothek bauen. Wir müssen doch eine Bibliothek bauen. Solange wir kein Totenbeschwörerbuch haben, ist das auch nicht schlimm. Wo bauen wir denn die? Ich habe in meinem ach so tollen Konzept hier an etwas wie die Bibliothek gar nicht gedacht. Okay. Ach, wir hatten gerade jemanden ausgefragt. Ne? Sollten wir vielleicht auch mal. Nee, already interviewed. Also du wurdest ausgefragt. Aber du hast nichts festgestellt wahrscheinlich, ne? Er weiß von nichts. Muss ich jetzt nochmal ausfragen? Komm, frag dir nochmal aus. Ist mir egal. Alle ausquetschen. Die ziehen auch direkt weiter. Die kommen aus dem Süden und gehen in den Norden. Oder? Nee, unterschiedlich. Denkt sich Hauptsache weg. Hier wollen wir nicht länger bleiben als nötig. Es ist uns zu anstrengend.